Und damit recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Satisfactory. Ja, wie gestern habe ich auch heute etwas vorbereitet. Es geht ja heute um... Ah, Junge, diese Namen. Ich habe auf jeden Fall das nochmal unten lang geführt. Ich habe mir die Arbeit nochmal gemacht. Moment, ich habe herausgefunden, dass mir das hier besser gefällt. So. Ich bin kein Freund immer von diesem hellen, so ist besser. Und größer. Hier kann man ja leider gar keine Schilder dran machen. Keine Ahnung. Aber damit man einfach auf einen Blick so ein bisschen sieht, ne? Ah, Moment. Habe ich natürlich auch noch nicht überall jetzt gemacht. Das ist ja alles immer mit sehr viel Zeitaufwand verbunden. Spätestens dann, wenn du anfängst, Dinge auszuprobieren. Und dann vielleicht denkst, oh, jetzt ist so doch besser, dann musst du alles nochmal ändern. Ja. Hier, wir gehen noch einmal ganz kurz hier runter. Habe ich das jetzt hier rübergeleitet. Es war nochmal ein ganz schönes Getüftel und Gemache. Aber es ist jetzt passiert. Ich habe es nochmal getan. Wahrscheinlich werde ich das nicht mehr machen. Es ist zu viel Aufwand. Ja, auf jeden Fall. Jetzt sehe ich auch gleich wieder, wie die Dinge heißen. Adaptive Steuereinheit. Ich habe schon mal die Werte eingestellt. Ich habe unten die Platinen angeschlossen und den Rahmen, was ich euch eben gezeigt habe, ne, wie der hier unten lang läuft. Mit den Kabeln, das habe ich unterschätzt. Wir kommen deswegen jetzt im Moment nicht auf so einen hohen Wert, aber ist mir eigentlich auch egal. Wie gesagt, mich juckt es nicht, ob das 1 oder 2 Stunden dauert, bis die 100 Stück da oben sind. Juckt mich nicht. Ich habe jetzt hier 60 gemacht, ein bisschen mehr würde gehen, aber das sind dann ganz krumme Zahlen. Hier dementsprechend dann 3. Ich bin so zufrieden, das bleibt erstmal so. Wir schließen das jetzt an. Beziehungsweise, warte, wir fangen hier natürlich an. Das mache ich natürlich jetzt auch einfach nur so hier, ne? Aber natürlich nicht so. Ah, Moment. Keine Ahnung. Mal so. Nummer 1. Warte mal. Ich glaube, ich mach so rum. Oh, mir fehlt Beton. Oi. Ja, der geht natürlich im Moment doch relativ viel drauf. Da könnte ich, obwohl jetzt werde ich wahrscheinlich erstmal eine Zeit lang nicht mehr so viel brauchen. Ich habe hier nicht so einen riesigen Überschuss, obwohl es ist schon wieder einiges da. Das reicht schon. Ja. Und dann können wir jetzt gleich zusehen, dass die ersten adaptiven Steuereinheiten, wenn ich es mir richtig gemerkt habe. Den Weg nach oben habe ich auch gelegt, ne? Das sind halt so Sachen... Extrem fummelig teilweise, wenn man es einigermaßen ordentlich haben will. Ach, keine Ahnung. Nein. So sieht das ganz okay aus. Ja, da haben sich natürlich jetzt schon einige angespart. Jetzt aber... Ich dachte, es wurde gerade erst hell. Ja. Dann leg mal los. Adaptive Steuereinheit. Heiß dauert natürlich jetzt ein bisschen, aber in der Zeit können wir ja gemütlich auch was anderes machen. Hier kann man Schilder dran machen, ne? Das ist ganz geil. Aber warte mal, andere Seite. Das ist ganz geil. So. Zack.
Und hier der modulare Motor. Oh, ich hab's mir gemerkt. So. Zack. Ja, jetzt wollen wir noch mal schauen, wann hier oben der erste ankommt. Wenn alles klappt, dann müsste der natürlich irgendwann jetzt hier oben rauskommen. Das habe ich auch schon hingebaut. Oder ist hier schon irgendwo einer? Ich glaube, so schnell. Nee. Ah, es wird dunkel. Okay. Das ist ja eigentlich ganz gut. Dann werde ich mir jetzt nochmal ganz kurz Gedanken machen, was wir heute machen in der Folge. Ich habe keine Lust, dass jetzt wieder so viel Nacht ist. So, da kommt der Erste. Das hat natürlich ein bisschen gedauert. Ich habe kurz geguckt, ob irgendwo ein Fehler ist. Nee, ist alles in Ordnung. Da kommt der Erste von 100. Sehr geil. Ich freue mich. Ansonsten könnten wir auch nochmal gucken, was wir noch so erforschen müssen. Hier war ja nach wie vor nur noch das. Highspeed-Anschluss brauchen wir auch noch demnächst. Hier ist all das mit dem Sam. Das kommt dann auch demnächst. Highspeed, Highspeed, Highspeed. Okay, wir brauchen natürlich Highspeed. Das könnten wir freischalten. Und das hier eigentlich auch. Ich habe hier nämlich auch noch ein paar Computer. Moment. Naja. Warum nicht? Nee. Machen wir mal. Ich habe keine Ahnung, was wir jetzt da machen können. Radar Tower unlocked. The tower reveals resource nodes and other useful information on the map in a set radius from its location. Okay, noch ein paar Rahmen, die können wir ja auch noch eben holen. So, haben wir Quarz fertig. Explorer unlocked. This personnel transport vehicle facilitates rapid traversal of difficult terrain and climbs like a mountain goat that has returned from extinction. Bergziege. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich hier Bock habe, mit dem Auto viel rumzufahren. Ich bleib dabei, für mich macht Autofahren in Games mit Tastatur absolut keinen Spaß. Da. Können wir sogar bauen. Sollen wir das irgendwie hier oben noch hinsetzen? Das passt doch irgendwie ganz geil dahin, oder? Irgendwo hier? Hm, weiß nicht. Was wäre ein cooler Platz? Ah, oder hier auf diesem... Wir stellen den hier oben drauf. Da eben noch vier Fundamente und dann ballern wir das Ding hier oben drauf. So, muss ich natürlich erst wieder ein bisschen Ordnung schaffen. Muss ja nicht alles weg. So, mal her. Ja, warte mal. Ne, habe ich nicht mehr. Auf der 9 oder wo das war. Ja, sieht gut aus, ne? Ja. Wie ich dieses Orange nicht leiden kann. Ah, okay. Relativ groß, aber jetzt auch nicht, ja, riesig. Aber ich meine, mit dem Scan kommen wir ja sogar weiter, ne? Moment. Ah, super. Und jetzt? Ja, geil. Trotzdem geil, ne? Siehst du auf einen Blick. Schon nicht schlecht. Schon nicht schlecht.
Milestone reached. The Blueprint Mark II improves upon the Mark I in every dimension, except for the metaphysical ones. This improvement was made available due to complaints from pioneers about other pioneers not being capable of managing their space efficiently. We listen to pioneers, always. Ja, also, was ich schon weiß, ist, dass ich in diesem Spiel auch nach diesem Let's Play noch Zeit verbringen werde, weil es einfach unheimlich komplex ist, Spaß macht ohne Ende, sehr viele Möglichkeiten bietet. Es könnte auch durchaus sein, dass da in Zukunft noch mehr kommt dann, ne, nach einer gewissen Pause, wenn wir dann jetzt so mit dem Let's Play erstmal irgendwann durch sein werden, weil es einfach unheimlich fesselnd ist und Spaß macht. Hätte ich nicht erwartet, ehrlich gesagt, ne, aber das ist das Beste, was passieren kann. Keine übertriebene Erwartungshaltung, ne? Du gehst relativ neutral, offen an so ein Spiel ran und dann wirst du positiv überrascht und dann holst du dich richtig ab. Ne? Wenn du vorher Erwartungen hast, dann ist es auch schwer, die zu erfüllen. Deswegen versuche ich immer, mich auch so wenig wie möglich zu spoilern, teilweise auch gar nicht immer 100% genau zu wissen, was da auf mich zukommt, weil umso mehr kannst dich catchen, ist meine Erfahrung persönlich für mich. Ne? Und auch an der Stelle nochmal ein Dankeschön bis hierhin für den ganzen Support, die Unterstützung, die Kommentare, die Likes, die Abonnenten, die dazugekommen sind. Unheimlich geil und eine super Zeit bis hierhin und es wird ja auch noch ein bisschen weitergehen, wie gesagt. Nichtsdestotrotz, so ein bisschen nähern wir uns jetzt trotzdem dem Ende. Ne? Ich werde mal schauen, das kann jetzt bedeuten noch 5 Folgen, das kann bedeuten noch 10 Folgen. Ich habe ja gesagt, ab 40 schaue ich mal. Ich habe jetzt so ein paar Ideen, dass ich sage, wir können noch ein paar Folgen mehr jetzt täglich machen. Wahrscheinlich so bis 45 oder so. Aber es kommt auch ein bisschen drauf an, wenn wir Phase 3 abgeschlossen haben, was dann jetzt als nächstes noch so alles kommt. Ne? Wenn ich dann merke, dass das nochmal richtig krass in Arbeit ausartet, in Reihenfuchserei und so, dann muss ich da was ändern, weil ich das zeitlich einfach nicht schaffe. Ja? Ich schaff's einfach nicht. Es war jetzt sehr, sehr anstrengend und stressig für mich. Das kann ich auf Dauer so nicht aufrechterhalten. Weil ich für mich den Anspruch habe, und daran wird sich auch nichts ändern, ich möchte pro Folge einen gewissen Fortschritt haben. Ich möchte, dass die Folgen nicht zu lang und zu langweilig werden, weil ich kenne ja Menschen, ich kenne mich und ich bin ja auch schon ein bisschen älter. Ich weiß auch ungefähr, worauf es ankommt bei Videos. Ne? Das Ding ist, wenn du jetzt nicht eine super große Fangemeinde hast oder so, brauchst du das gar nicht versuchen, irgendwie stundenlange Folgen hochzuladen oder so. Das guckt sich kaum einer von Anfang bis Ende an. Ne? Das kann später funktionieren, wenn du quasi groß bist und Fans hast oder was. Ne? Fans ist sowieso so ein Begriff, den mag ich gar nicht. Einfach Leute, die es gut mit dir meinen und wenn die Anzahl groß genug ist, dann kann das funktionieren. Ansonsten lange Videos und lange Sessions und so weiter sehe ich viel eher dann wirklich in einem Stream. Aber da sehe ich mich jetzt im Moment noch nicht. Das wird aber irgendwann auch kommen. Habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Ja, worauf wollte ich hinaus? Ja, dass super lange Folgen nicht funktionieren, dass die Leute da nicht dranbleiben. Und wenn die Let's Plays zu lang werden, schaut sich selbst von den Leuten kaum noch jemand an. Heißt, das muss sich alles so ein bisschen die Waage halten. Der Aufwand muss ein bisschen mit dem auch übereinstimmen, wie so die Resonanz ist. Ansonsten geht die Motivation irgendwann flöten, logischerweise. Deswegen, ne? Wie gesagt, der Turm steht eigentlich gerade kacke, sehe ich mit dem Stromanschluss und so, aber wie ich schon öfter gesagt habe, ich werde jetzt hier nicht von heute auf morgen gar nichts mehr zu dem Spiel machen. Bestimmt nicht, weil dafür ist das Spiel einfach zu geil. Aber irgendwo kommt immer der Punkt, wo man sagen muss, ja, jetzt haben wir sehr viel, fast alles gesehen oder so, jetzt muss es erstmal reichen. Was wir auch noch machen müssen, ist mit dem Sam. So, meine Lieben, ich weiß noch nicht, wie ich das wieder zusammenschneiden werde. Ich hatte eine Idee, ich wollte ein bisschen was mit Sam noch machen, so während wir warten. Ihr seht, es sind jetzt auch schon 87. Ja, wie das so ist, ich habe mir überlegt, das Sam da oben mit einem Schlepper rüberzubringen. Hierhin. Und dann fiel mir so ein, eigentlich ist es doch schade. Nee, erstmal habe ich dann gemerkt, okay, ich habe dort keine Kohle, kein Sprit, kein Nichts da oben. Und dann dachte ich mir so, ey, ich habe doch die ganze Zeit hier Treibstoff und ich nutze den für nichts, ja. Ja, und dann, wie es dann so ist, ne, dann kommt eins zum anderen. Dann war es jetzt gerade die ganze Zeit dunkel, da habe ich die ganzen Schilder mal angepasst. Ich finde das so viel besser. Einfach schwarzer Hintergrund, großes Layout, viel besser. Schade finde ich, dass man hier keine Schilder dran machen kann, oder? Es geht nicht. Ungültiges Ziel.
Haben sie die vergessen? Weil du kannst es eigentlich... Hier an die Kleinen kannst du es machen, an die Schmelzen, aber an die hier nicht? Merkwürdig. Keine Ahnung, haben die anscheinend vergessen. Ja, ich bin damit noch nicht ganz fertig, aber ich habe schon mal einen Großteil geändert. Ja, zurück zum Thema Sprit. Ja, das ist halt nicht so einfach gewesen, weil... Hier ist ja natürlich irgendwann unten auch Schluss, ne? Und, ach so, und ich habe auch die Kommentare wieder gelesen, die ersten, jetzt zwischendrin, während ich angefangen habe mit Aufnehmen. Mir ist schon klar, dass ihr das alle gut meint und so. Mir geht es ja immer nur darum, dass ihr auch mich verstehen müsst, ne? Dass es immer mehrere Seiten gibt einer Medaille, quasi immer mindestens zwei eigentlich, so zwei Seiten immer. Also eine Medaille hat nur zwei Seiten, ihr wisst, was ich meine. Das Ding ist halt, ich werde es nie so spielen können, wie wenn ich es für mich alleine spielen würde. Und ich versuche die ganze Zeit selbst zufrieden zu sein und aber auch euch gut zu unterhalten und dass ihr auch so ein bisschen damit zufrieden seid. Wenn ich es anders, selbst für mich nur spielen würde, würde ich es anders spielen. Den einen Kommentator, der schreibt auch öfter mal irgendwas mit Kopernik. Ich weiß nicht, ob man da prinzipiell sagen kann, es ist besser am Ende erst schön zu bauen. Also ich persönlich würde sogar sagen, wenn man jetzt weiß, wie alles mal kommt und so, kann man da auch von Anfang an zumindest eher einen Grundstein legen, dass es später nicht so ausartet oder so, ne? Ich würde, wie gesagt, jetzt... Aber dafür muss ich selbst das Wissen halt erst besitzen. Ich würde jetzt einiges anders bauen und anders machen. Ja, Sprit. So, hier unten alles eng und so. Und dann dachte ich, ah, aber ich habe den doch da und so. Ja, jetzt habe ich es so gemacht. Jetzt tanken meine Laster hier. Ich habe den Sprit jetzt über Umwege quasi. Ich muss hier nochmal ein bisschen was anpassen. Ich werde es einmal nur kurz von hier oben zeigen. Nee, so. Ich musste hier die rausnehmen und habe dann hier nur Wände hin gemacht. Mache ich eigentlich nicht so gerne, finde ich aber in dem Fall okay. Hier läuft jetzt der überschüssige Sprit. Von hinten runter. Splittet sich hier zu unserer neuen Station, damit dort Sprit ankommt. Und zudem, da kommt jetzt auch mal wieder ein bisschen was. Das ist eben... Dann auch geil, weil dann nutzt man das Zeug auch wenigstens, ne? Es liegt jetzt, seitdem wir den verpackten Sprit da hinten beim Öl herstellen, gammelt das Zeug hier einfach nur im Container rum. Ja, und wie ich gesagt habe, war das ein ganz schönes Gefummel. Ich habe erst hier irgendwie versucht, noch was zu machen. Es ging aber alles nicht und ich wollte nicht noch mehr umbauen. Da habe ich es jetzt so geregelt, dass der überschüssige Sprit, der hier nicht mehr im Container kommt und hier schon auf dem Weg zum Schredder ist, dass ich den hier am Ende nochmal abgreife mit einem intelligenten Splitter, dass er alles durchlässt. Sämtliche Überschüsse und so. Also es funktioniert auch. Ich hatte erst Sorge. Ich habe es jetzt einfach so gemacht. Und jetzt hier Überschuss eingestellt. Bis jetzt funktioniert es tadellos. Ich hoffe, das bleibt auch so. Ja, und da kam dann eben wieder eins zum anderen, ne? Da willst du mal eben. Ja, mal eben am Arsch. Am Arsch. Keine Ahnung, ich werde die hier wieder schön in der Farbe machen. Ich bin jetzt hier auch fertig. Der Sprit kommt jetzt auch da hinten an. Auch da muss ich nochmal ein bisschen umgestalten. Ich zeige es euch aber einmal, weil es ist der Wahnsinn, also... Ich musste auch hier ein bisschen was anpassen. Hier kommt der Sprit hoch. Ach, mach die Lampe nochmal an. Da musste ich hier noch eine Ecke erweitern und so. Und er läuft jetzt hier hoch und kommt dann raus. Und läuft direkt rein, ja. So viel dazu. Und alles nur, weil ich das Sam hier rüber haben wollte. Da gehen wir jetzt auch gleich hin, da machen wir noch ein bisschen was. Und dann haben wir auch dann gleich Phase 3 noch abgeschlossen. Ist aber auch ganz geil. Haben wir auch wieder jetzt einen ganz schönen Fortschritt mit drin. Hier habe ich noch einen hingeballert, hingeklatscht, wie auch immer. Hier ist mittlerweile Action ohne Ende. Ne, ich habe das dann hier unten so reingeführt und ja. Hier musste ich einmal unter einem her. Oder unter zweien eigentlich. Nee, eigentlich nur unter dem hier. Die sind noch eins höher, weil die unter der Decke sind. Da konnte ich sie wieder hochziehen. Also musste ich nur hier einmal unter dem so her. Ja, und dann, ne, ihr seht es, mittlerweile ist hier ein übelstes Chaos. Aber es ist trotzdem ordentlich. Aber es ist halt irgendwie trotzdem auch ein Chaos. Ich stoße da auch, ganz ehrlich gesagt, so langsam ein bisschen an meine Grenzen, weil du so viele verschiedene Dinge für verschiedene Produkte brauchst,
dass sich da ja auch kaum was wiederholt. Du hast ja immer wieder dann andere Sachen, die du zusammenbringen musst und so. Das weiß ich nicht, ob das für mich sogar irgendwann dann so ein Punkt wäre, warum ich das Spiel dann aufhören würde, ab einem gewissen Punkt, weil mich das, glaube ich, irgendwann sehr nerven würde, möglicherweise. Ich merke das ja jetzt schon und deswegen würde ich da auch, wenn ich nochmal von vorne anfange, das sehr viel anders machen. So, jetzt gehen wir zum Sam, das ist ja nicht weit. Ich lasse das mal jetzt so drin, ich schneide das jetzt nicht raus. Ach so, den Meilenstein wollte ich noch freischalten, das machen wir gleich, wenn wir wieder zurück sind. Dann haben wir den letzten da auch fertig. Dann können wir die den Lift in Phase 3 abschließen hier. Und dann, oh Gott, mir graut's ehrlich gesagt, wenn ich dann sehe, was als nächstes alles kommt. Bin ich ganz ehrlich. Weil es wird nicht besser für mich. Es wird nur noch schlimmer. Ja. Wie ihr seht, wenn ihr das noch wisst, ich hatte das erst hier runter. Aber dann hier überall nur Gefälle. Mit Auto dann hier irgendwas aufbauen, schwierig. Dann habe ich mich dazu entschlossen, das 90 Grad nach da zu leiten. Weil hier ist eine schöne ebene Fläche. Dann habe ich hier schon mal vorbereitet. Ich möchte hier Stufe 1 quasi verarbeiten. Und dann das zu uns rüberbringen. Ich muss noch eben mit euch das hier beenden. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Hab's hier auch wieder einfach mit einer super langen Betonsäule jetzt für mich so unterbaut. Ich finde es ganz geil. So. Dann färben wir das noch in der Farbe. Nein. 15 ist das, glaube ich. Nee. Nee, 7. Ja. So. Und so. Und so. Machen wir die auch so. Ich finde das schön. Weiß gar nicht, theoretisch, wir haben ja auch zwei Eingänge, aber ich glaube, ich werde es trotzdem so machen. Jetzt müssen wir bloß noch gucken, wie, wo genau wir jetzt das Ding hier hinsetzen. Da werde ich auch nur einfahren lassen, weil die Strecke ist relativ kurz und ich denke, dass da auch einer reicht. Wenn er hier hochkommt, ich glaube, mir wäre es so ganz lieb, oder? Zeig mal her. Hier wären die Eingänge. Ja, da müssten wir aber noch ein Stück rüber. Das reicht nicht, ne? Warte mal, nee, ich glaube, wenn er hier hochgefahren kommt, ja, jetzt sind die natürlich noch ein bisschen kacke. Wir machen mal hier noch eins dran. Ja, mach doch. Achso, das ist der hier. Ach, der hat mich vorhin schon ein bisschen genervt. Och, jetzt habe ich keine Eisenplatten ausnahmsweise mal. Das gibt's doch nicht. Okay, ich setze jetzt einen Schnitt. So. Das war's erstmal. Milestone reached. Train signals placed on train rails can control and improve train behavior. This helps to avoid events where multiple trains attempt to occupy the same physical location. For information related to earlier train events, please refer to your employee non-disclosure agreement. Aber wir schließen jetzt Phase 3 ab. Es gibt, also danach kommt schon die letzte Phase. Okay. Okay, gut zu wissen. So, jetzt sollte es doch passen, stimmen, ne? Ne? Ja. Ja, ja. So, jetzt färben wir das hier auch noch. Ich weiß schon wieder nicht mehr, was war's? 7, ne? So. Strom haben wir ja Gott sei Dank gleich hier vorne. Soll ich das einfach so hier machen? Ach, warum nicht? So, dann färben wir ihn hier noch in der Standardfarbe. Zack. Machen wir hier noch zwei Rampen hin.
Ja, ist halt nicht so geil hier, ne? Ja, ich seh's. Boah, ich glaube, ich muss hier noch einen vorziehen. Scheiße, ey. Jetzt aber. Das noch einmal schön ordentlich anschließen. Ja, das sind alles Monk-Macken. Ich weiß. So. Schluss. Achso, die bauen ja auch noch Strom. Wie ich das selber hasse, diesen Monk, ey. Natürlich kriegt er auch noch die passende Farbe. So. Hier könnten wir jetzt auch noch Schilder dran machen, aber hier ist es eigentlich ein bisschen überflüssig. Hier wissen wir ja, das siehst du ja wirklich sofort und hier ist ja auch nur das. Aber er kriegt trotzdem die Farbe. So. Jetzt hier die zwei Rampen hin und gut ist. Die Zweier müssten doch gut sein hier, oder? Können wir vielleicht sogar die Einser nehmen? Schön sanft. Ja, warum nicht? Finde ich ja eigentlich am schönsten, ließ sich nur oft leider nicht so machen. Man kann ja hier schön hochfahren. Eigentlich braucht er nur geradeaus durch. Und hier kann er wieder runterfahren. Ganz einfach. Schlicht. Zweckdienlich. Passt. Hier würde ich aber wahrscheinlich wieder die Zweier nehmen. Weil das wird mir zu lang hier. Obwohl es... Nee, lass. Lass. Ich achte jetzt auch immer... Hier, da war es schon wieder falsch rum. Geht gar nicht. So, jetzt hier. Mach ich erstmal das. Ja, eigentlich ist das hier total überflüssig, ne? Ich nehme auch das jetzt hier weg. Wozu soll das hier sein? Weg. Und übrigens fällt mir da gerade noch was ein. Einfach nur, weil es mich doch nervt und weil es auch überflüssig ist. Wir können auch die hier noch wieder wegnehmen. Dann sieht es wenigstens nicht so... Dann sieht es so ein bisschen aus, als hätte man sich hier nach orientiert und sich hier reingebaut quasi, ja, in die Gegebenheiten. So ist gut. Dann hat das hier auch noch mehr so Auffahrt-Feeling. Irgendwie. Machen wir das hier auch noch und dann haben wir hier auch noch eine schöne Ecke aufgebaut, mit der ich ganz zufrieden bin. So. Jetzt noch eben hier. Ja, ach, leck mich doch am Arsch. Okay. Hab ich denn wenigstens davon genug mit? Das muss schon noch sein. So viel Zeit muss sein. Hier würde ich es nur noch so machen. Ah, und er hier. So. Perfekt. So. Machen wir hier noch ein paar Linien hin. Da habe ich ja auch mir extra... ach Quatsch. Da habe ich mir extra eine Farbe gemacht, die ich immer nehmen kann. Damit aber, da, es, ich habe ja sonst erst immer dieses Weiß-Grün genommen, aber dann wurde der Stein, sage ich jetzt mal, von der Seite war der dann grün und das sah natürlich kacke aus. Oft hast du das zwar nicht gesehen, ich fand es trotzdem hässlich. Und das ist zum Beispiel auch kosmetischer Scheiß so, aber es sieht halt einfach dadurch ein bisschen... Ich würde sagen, wohnlicher ist irgendwie nicht das richtige Wort, aber ne, nicht ganz so nackt und... Ach Quatsch! Was machst du denn? So, Farbe drauf.
Ich könnte da, glaube ich, auch. Kann ich hier. Ich kann die Grund. Die Farbe auch einstellen, ne? Ja, ist jetzt egal. So viel Arbeit macht das nur auch nicht. So, fertig. Ah, ne, hier muss ich ja. Sorry. Hier habe ich was falsch gemacht. Hier muss ich ja diese Ecke nehmen. Hier. So. Jetzt aber. Ja, ist doch geil. Jetzt färben wir die Geländer noch. Das müssen wir schon auch noch machen. Und dann sind wir fertig. Oder das finde ich... Ach, hier kann ich ja nicht zu Ende bauen. Das finde ich auch ein bisschen merkwürdig, wenn du hier G drückst, ne? Das... Es ist ja dasselbe, aber die kannst du dann nicht, ne? Das ist... Das finde ich ein bisschen Quatsch, aber ist okay. Und auch die Hitbox oder wie man das auch immer bei sowas hier nennt. Du kannst überall hin, du musst immer hier oben auf diesen Griff. Das finde ich teilweise richtig nervig. Aber wenn man sich dran gewöhnt hat, geht es dann. Dann laufe ich das halt immer so ab. So. Dann müssen wir noch einmal herkommen. Für zwei Geländer, ey. So, jetzt schmeißen wir die Scheiße hier an. Machst du denn? Alter, ich habe gerade kurz den Schock meines Lebens gehabt. Ich dachte, ich habe hier komplett was durcheinander gehauen. Machen wir erstmal die 60 und schauen dann. Ich weiß sonst nicht, wohin mit dem ganzen Zeug immer. Achso, die muss ich dann noch machen, ja. So. So. Jetzt versuchen wir doch mal. Oh weh, ich habe dafür nicht alles dabei. Doch. So, mir reicht hier der. Vielleicht zwei davon oder so. Ich finde die sind irgendwie auch geil. Vor allem sind die schneller und etwas wendiger und du brauchst nicht so super viel Platz zum Wenden und so weiter. Oh scheiße, habe ich jetzt ein bisschen Sprit für dich? Ich will dir nicht mal einen guten Biotreibstoff geben. Aber das wird nicht reichen. Ach, scheiße. Ach so, warte mal, hier. Aber das reicht. Hoffe ich. So, einsteigen. Stopp! Beladen ist richtig, ja. So. Nein, nochmal aussteigen. Du kriegst die Farbe hier. Die 7. Zack! Ja, wie geil ist das denn? So. Aufnahme starten. Ich weiß halt nur nicht, ob ich jetzt den richtigen Weg finde. Das kann sein, dass wir das mehrmals fahren müssen. So, hier. Laden. Weiß nicht, mit dem da drunter halten und so. Das finde ich ein bisschen... Weiß ich auch nicht. Sollte man den vielleicht erst ganz genau in Position fahren und dann... anfangen oder was? Keine Ahnung. So, jetzt fahren wir hier runter. Jetzt müssen wir hier lang. Ich habe mir das einmal angeguckt, aber... Boah. Aber wie willst du dich hier auch ordentlich orientieren, ne? Ich bin schon falsch, glaube ich. Komplett falsch. Wir müssen das nochmal. Junge, Junge, Junge. Aber ich kann auch mal kurz gucken, ob das hier überhaupt so passt. Weil hier wollte ich ja nicht lang. Ja doch, das geht aber gut. So, ich stelle dich jetzt in Position. Moment. Mach mal hier. Weg.
Fahr mal schön da drunter, bitte. So, warte mal, ihr könnt doch jetzt hier eben dich betanken. Moment. Mal her. So. Auf ein neues. Ich hoffe, ich krieg das jetzt hin. Ich kann mir das nicht merken. So, hier. Ja, jetzt sieht das auch wenigstens ordentlich aus. So, hier hoch. Und der, ja, hier zwischen den Felsen wollte ich lang. Ja, das weiß ich noch. Auf dem Rückweg kann ich mich ja ein bisschen an den Markierungen hier orientieren. Und jetzt weiß ich schon wieder nicht mehr. Das ist falsch. Ich finde hier keinen Weg. Obwohl, ne, es geht. Hau ab da. Ja, ist okay. Kann man so lassen. Ich werde den aber auch alleine fahren lassen, weil dann ist es egal. Da kann sich keiner mit dem anderen in die Quere kommen. Ich habe da keinen Bock jetzt drauf. Ich glaube auch, dass hier einer reicht. Passt es einigermaßen? Naja, geht so. So, weiter geht's. Jetzt kann ich ja wenigstens, ne, dem folgen. Ich versuche natürlich für den Fall der Fälle, dass, wenn das nicht mehr reichen sollte, hier mit einem den Platz zu lassen, dass es funktioniert. Aber wenn es nicht klappt, dann ist es halt auch nicht so schlimm. Langsam. Hier wird es zum Beispiel jetzt eh ganz eng. Noch geht es. Hier muss ich dann mal ein paar Büsche wegmachen. Alter, scheiße. Okay, hier muss ich gleich den Baum unbedingt wegmachen und dann ein paar Punkte löschen. Nee, es funktioniert so nicht. Da muss es erst jetzt bei dem einen bleiben. Egal. Aber der Baum muss trotzdem weg. So. Route speichern. Routenname. Sam. Hä, was mache ich? Hallo. Werde ich auch dann noch in Ruhe mal machen, ne? Wenn ich zwischen der Aufnahme mal Zeit habe, dass ich hier mir eine Schneise quasi mache, wo ich dann auch ein bisschen besser sehe, wo ich lang muss. Ich habe mir da das eine Mal, bei der anderen Route habe ich mir sogar einfach so ein paar Strommasten hingesetzt als Markierung, dass ich so ein bisschen besser sehe, wo ich langfahren muss. Und hier werde ich auch da, wo ich langfahre, die Büsche alle entfernen. Da hast du auch schon mal ein bisschen Orientierung. So, jetzt müssen wir hier hinweg. Den weg. Warte, jetzt muss ich kurz überlegen. Den hier auch weg. So. Den auch noch. So, jetzt sollte es, glaube ich, funktionieren. Mal schauen, wenn er jetzt zurückkommt. Ach, scheiße, da ist... Was? Da ist doch gar... Welcher hat das jetzt ausgelöst? Der hier, glaube ich, ne? Ich nehme den einfach auch noch weg.
Mal gucken, ob es gleich geht. Wenn nicht, fahre ich das nochmal ohne euch ein. So. Jetzt geht es. Ja, fährt irgendwie nicht ganz geschmeidig, sage ich mal, aber es funktioniert. So. Phase 3. Ich freue mich. War ein langer Weg insgesamt. Natürlich zwischenzeitlich sehr viele andere Dinge gemacht, aber musste ja auch. So. Das haben wir mal so lange weg hier. Welcome to the Project Assembly Pioneer Progress Presentation. Congratulations, the Phase 3 Project Part Shipment is finally ready for delivery. On delivery, Phase 3 will be completed and the main body will be constructed. You should know how this works by now. You'll get access to Tiers 7 and 8 in the hub. In fact, perhaps you should just go look at the technologies there yourself. It's all laid out so that even a monkey could understand it, so you should have no issues. Ja, das sehen wir dann. I don't think you need a reminder about project parts. Instead, I will be providing some interesting facts. Did you know the average pioneer succeeds at saving the day? Did you know the average pioneer knows how to optimize pipe throughput? Did you know the average pioneer stays late at work because they care about humanity? Anyway, I thought you might want to know more about your peers. Good luck in Phase 4. Ja, los jetzt. Sabbel nicht. Komm, aber gib doch ein schönes Thumbnail. So. So, noch einmal schauen. Phase 3 of Project Assembly completed. Fixit's predictions indicate pioneers should generally reach this point faster with above average results. Halt doch mal die Backen, sei zufrieden. According to the situation. It is understandable. The pressure and complexity will only increase from here, so be sure to take on Phase 4 with efficiency and competence. Okay. Mach mir nicht noch mehr Angst. So, fertig. Bauxit, Schweberucksack, Logistik MK5. Aber es kommen keine MK3er mal, ne? Meiner. Gibt's anscheinend nicht. Jodfilter, Schutzanzug. Ah, okay. Schwefel können wir doch aber schon scannen. Das habe ich zum Beispiel immer noch nicht verstanden. Supercomputer, Funksteuer, ach du Scheiße. Mixer. Aha, okay, er kann zweimal flüssig, zweimal feste Dinge. Okay, das erschlägt mich gerade wieder, ich muss das lassen. Super gerne, wäre super, super hilfreich und das wäre super wichtig für mich. Diese modularen Motoren und dieses, adaptive Steuereinheit Gedöns. Hier die beiden Sachen. Brauche ich die jetzt nie wieder? Genauso wie diese intelligente Beschichtung. Die war jetzt auch ganz lange kein Thema und jetzt brauchten wir die wieder einmal hier für den hier, ne? Ja. Okay, dann machen wir das als nächstes. Ich kann das jetzt halt noch nicht sehen, ne? Deswegen sehr gerne in die Kommentare, ob ich das noch brauche, diese modularen Motoren und diese adaptive Steuereinheit oder wie das Ding hieß. So, das soll es aber jetzt an der Stelle auch erstmal gewesen sein. Ich habe wieder eine lange Session hinter mir. Mal eben, das mit dem Sprit, ne? Ja, mal eben. 1,5 Stunden war ich da dran, glaube ich, ungefähr. Dann würde ich sagen, schaut ihr gerne zur nächsten Folge wieder rein. Habt bis dahin eine schöne Zeit und ciao, ciao.